Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti, nicht Coach Gotti, Gotti, wir bleiben immer noch bei der förmlichen Anrede. Und es geht jetzt endlich nach einem, ja, ich glaube, das ist jetzt der vierte Anlauf, um das Thema, das ich bereits auf Instagram angeschnitten habe. Wer meinem schönen Instagram-Fitness-Kanal noch nicht folgt, der kann das jetzt tun. Hier wird es mal ganz kurz eingeblendet irgendwo, keine Orientierung. Schaut mal vorbei, ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es gibt nicht regelmäßig Inhalt, aber man sieht zumindest eher etwas, selbst wenn mal eine längere Durststrecke wieder ist auf YouTube, hier auf dem Fitnesskanal. Und dort habe ich eine Umfrage gemacht, und zwar als ich endlich wieder die Ehre hatte, das erste Mal wieder trainieren zu können nach der Aerobic-Corona-Quarantäne-Phase des Heimtrainings. Ja, das habe ich in der Zeit gemacht, und wer nicht weiß, wie ich das gemacht habe, der sieht es auch nochmal hier oben in dem Video. So habe ich trainiert in der Zeit und so habe ich versucht, so ein bisschen wieder aufzubauen nach einer zweimonatigen Pause, die ich auch hatte. Und es kam jetzt endlich dazu, dass am Montag, den 11., die Fitnessstudios wieder eröffnet hatten. Und ich habe mich schon vorher gefragt, wird McFit etwa in der Nacht öffnen? McFit hat ja 24 Stunden auf. Werden die jetzt wortwörtlich am Montag um 0.01 Uhr schon aufhaben? Nein, natürlich nicht. Die werden erst am Tag wahrscheinlich irgendwann öffnen. Aber nein, sie haben es tatsächlich getan und so. Ein großes Dankeschön an McFit, dass sie es getan haben. Ich war 2 Stunden später zu meiner üblichen Uhrzeit, so gegen 2 Uhr da, und ich war alleine. Endlich wieder im Fitnessstudio, endlich wieder im Home Gym und konnte endlich wieder richtig gut trainieren. Doch, was habe ich festgestellt? Zum einen von meiner Masse, von meinem körperlichen Ausmaße hat sich nicht viel getan. Das bestätigt auch die Waage, denn als ich mich auf die gestellt habe, zu Hause habe ich keine, habe ich gemerkt, ich wiege kein bisschen weniger als zuvor. Und wir reden hier, um das nochmal zusammenzufassen, von 4 Monaten, wo man nur keins bis eingeschränktes Training hatte. Ihr kennt das von mir, wer diesen Kanal regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich dadurch, dass ich reise, viele Off-Phasen habe. Ich trainiere eigentlich nur zwischen 6 und 8 Monate im Jahr, wenn es hochkommt, und das an 2 bis 3 hintereinander liegenden Stücken. Das heißt, dazwischen sind immer lange Pausen, für manche von euch Horrorpausen, wo man ja den kompletten Körper verlieren wird, von 2-3 Monaten. Das geht auch ein Stück weiter als eine normale Deload-Phase oder so etwas. Tatsächlich ist es aber so, dass ich dann eben immer wieder anfangen muss, neu zu trainieren, von 2-3 Monaten an, und wieder alles aufbauen. Das passiert in der Regel so, dass ich in den ersten 2 Wochen danach ganze 4-5 Kilo Körpergewicht zunehme. Was ist das jetzt? Sind das Muskeln? Nein, natürlich nicht. Das ist vor allem Wasser, das meine Muskeln wieder ziehen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich eine relativ hohe Muskelmasse bereits habe. Und die verliere ich auch nicht in 3 Monaten, hingegen jeglicher Befürchtung und Gerüchte. Und sich dann der Muskel, gerade wenn man Muskelkater hat, sehr wie ein Schwamm, endlich wieder, nachdem er so lange trocken war, vollsaugt mit Wasser. Eure Muskelzellen werden wieder gefüllt. Das liegt auch unter anderem an der Ernährung, die jetzt anders ist. Ihr werdet wieder mehr Kohlenhydrate zu euch nehmen, weil der Körper automatisch mehr Hunger hat. Und ihr werdet wahrscheinlich auch zu Supplements greifen wie Kreatin, was nochmal die Wassereinlagerung begünstigt. Und dadurch kommt es zu diesem großen Anstieg. Außerdem gehen dann natürlich auch irgendwann die Kraftwerte runter. Der Memory-Effekt kommt ganz zu tragen und ich schaffe es innerhalb von nur 2 Monaten meistens 6-7 Kilo wieder zuzunehmen. Und dann wird wieder die Luft rausgelassen im Ausland. So läuft das bei mir ab, das wisst ihr. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe Januar und Februar nicht trainieren können. Reise und so weiter. Dann kam das Quarantänetraining. Und das war natürlich im Gegensatz zu meinem gewohnten Training ein ganz anderes Training, denn ich habe auf einmal, klar, wenn ihr zu Hause trainiert könnt, ihr habt ihr nicht mehr die Maschinen, habt nicht mehr die Gewichte, könnt einfach nicht mehr aus so vielen verschiedenen Winkeln trainieren und so weiter. Das war alles nicht mehr da. Trotzdem habe ich damit diese Phase überwunden, weil ich immerhin das 4 bis 6 Wochen lang gemacht habe, des Muskelkaters, des ersten Widerstandstrainings, das man macht nach dieser längeren Pause. Und dadurch konnte ich meinen Körper zumindest wieder darauf einstellen und ich habe ein paar Kilo zugenommen. Es sah zum Schluss gar nicht mal so schlecht aus wieder. Und dann komme ich jetzt ans echte Training ins Studio und sehe sogar, die Kraftwerte haben kein bisschen nachgelassen. Ich habe zuletzt zum Beispiel Kurzhantel Schrägbankdrücken gemacht, 10 Wiederholungen mit 42 Kilo, nach einem, ich glaube, 8 Wochen Training, das ich davor mal hatte, und bin jetzt sogar ein wenig stärker im zweiten Satz geworden. Ihr wisst, ich schreibe meine Wiederholungen immer auf, und im zweiten Satz habe ich sogar eine Wiederholung mehr gemacht. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt das? Und diese Frage habe ich als Umfrage gestellt auf Instagram. Und das möchte ich jetzt mit euch besprechen. Lange Einleitung, oder?
Was könnte dahinter liegen? Und ich möchte noch einmal daran erinnern, vor allem in der heutigen Zeit, ich bin zwar einer der Fitnesstrainer, die ihr hier auf YouTube findet, die sicherlich mit am meisten Ahnung haben. Ja, so viel Selbstsicherheit habe ich. Müsst ihr glauben, nicht glauben, was auch immer ihr wollt. Aber ich stelle trotzdem die Leute nicht vor vollendeten Tatsachen hier. Das hier ist meine Meinung, meine Expertenmeinung, kann man sagen, dazu. Aber diese ist auch nicht abgeschlossen. Denn auch da rätsel ich natürlich jedes Mal wieder, wenn so etwas passiert, was steckt wirklich dahinter? Was sind die echten Gründe? Und da kann ich nicht in den Körper hineinschauen. Deswegen ist es mehr ein Dialog, der hier mit euch stattfindet. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was dahinter steckt, warum das so sein kann, ob das so sein kann oder nicht. Und jetzt kommen wir mal direkt zur Umfrage und dann nenne ich euch meine Gedanken dazu. Also, wie kommt es, dass ich weder an Masse, noch an Körpergewicht, noch an Kraft großartig verloren habe nach dieser Auszeit? Bisschen Aerobic-Training zu Hause und 2 Monate Pause. Nach so einer langen Auszeit eigentlich. Antwort A, unmöglich. Immerhin 5 von euch haben das behauptet. Gut, das heißt dann mehr oder weniger, wir glauben dir nicht. Da kann ich dann auch nichts machen. Ich verkaufe euch übrigens keinen Trainingsplan, das wisst ihr. Ich verkaufe euch keine Systeme. Ich verkaufe euch nicht das ultimative Gotti-Package, mit dem ihr jetzt in so und so vielen Wochen nur zunehmen könnt oder was weiß ich. Nein, das mache ich alles nicht. Ich versuche euch hier kein System oder irgendetwas zu verkaufen oder euch an mich zu binden. Ich sage euch, dass es so ist und es folgt nichts daraus, was ich monetarisieren könnte. Warum man dann trotzdem glaubt, das wäre eine Lüge? Keine Ahnung. Meine Motivation könnte höchstens sein, dass ich natürlich kräftig bleibe, während ihr Lutscher bleibt. Aber na gut, da kann ich dann auch nichts dran ändern. Antwort Nummer 2, und warum hier dieser Checkmark ist, weiß ich nicht. Das habe ich wahrscheinlich verpeilt. Ist, ich bin ein genetisches Wunder. Dazu kann ich euch auch nur sagen, und da kommt es wieder auf das Erste raus, glaubt mir oder glaubt mir nicht. Ich bin alles andere als ein genetisches Wunder. Ich glaube, auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 maximales genetisches Wunder ist und 0 die größte Krampe im Bodybuilding, würde ich mich zwischen 0 und 1 irgendwo einsortieren. Ich habe in meiner 22-jährigen Zeit als Trainierender weder unter meinen Freunden, Bekannten, noch unter Klienten, Leuten, die ich im Fitnessstudio getroffen habe, Leute mit einer schlechteren Genetik für den Muskelaufbau angetroffen, als ich es bin. Tatsächlich nicht. Und das sage ich hier nicht nur vielleicht aus Gründen des Fishing for Compliments. Boah, da hast du aber viel draus gemacht und du bist so kämpfen. Oder wieder um ein System zu verkaufen. Wie kann man mit so einer schlechten Genetik es trotzdem schaffen? Nur mit meinem Wissen. Und das kriegt ihr jetzt hier für 9 Euro. Gibt es nicht. Also, woran könnte das liegen? Genetisches Wunder kann ich auf jeden Fall auch ausschließen. B ist definitiv nicht der Fall, ganz im Gegenteil. C, Stoff ohne Ende. Tja, da kann ich euch auch nur sagen, kann ich sehr gut ausschließen. Das ist es auch nicht. D, Langzeittrainingseffekt. Habe ich jetzt natürlich hier eingetragen, noch mehr ging nicht. Ich wollte einfach mal wissen, wie ihr dazu steht. Aber natürlich gäbe es noch viel mehr Antworten. Die Antwort ist viel komplexer, zumindest das, was ich vermute. 28 Leute haben immerhin gesagt, ein Langzeittrainingseffekt. Und das, darauf läuft es mehr oder weniger hinaus. Ich habe gerade schon den Memory-Effekt angesprochen, der jedes Mal stark zu tragen kommt, wenn ich nach 2-3 Monaten wieder anfange zu trainieren. Wir reden hier von 2-3 Monaten, wo sogar die Ernährung richtig schlecht war bei mir. Meistens, wenn ich da in Afrika irgendwo rumhungere, dann gibt es auf einmal nur noch ein paar Chapati und Reis mit Bohnen am Tag. Und das war's für Bodybuilder der Horror. Aber klärt eure Gedanken ein bisschen. Nun ja, woran liegt es jetzt? Zum einen, Memory Effect habe ich gerade angesprochen. Ich denke mal, dass es auch die Sache ist, was ich daraus zumindest lerne. Das kann ich euch sagen. Es ist mehr so, was lerne ich daraus? Wenn ich so etwas wieder mitbekomme, merke ich, ich kann mich ein wenig mehr entspannen, wenn es um das perfekte Training geht. Wir alle sind darin bestrebt, immer den perfekten Trainingsplan zu machen, mit den perfekten Übungen, Übungsreihenfolgen, Wiederholungen, Satzzahlen und so weiter. Das Volumen mache ich jetzt 2-mal die Woche, 1-mal die Woche, sonst was. Und möchten natürlich auch immer die besten Trainingsumstände haben. Noch bessere Maschinen. In dem Studio gibt es vielleicht die perfekte Maschine dafür und Übungswechsel und Ausführung und sonst was. Jetzt habe ich hier zu Hause trainiert, irgendwie so ein Rocky in den Alpen. Obwohl es nicht in den Alpen war, ne? Im Schnee auf jeden Fall. Und es ist so ein bisschen wie bei Rocky 4 tatsächlich, so der alte Effekt. Der eine trainiert unter perfekten Umständen mit 10 Wissenschaftlern dahinter und auch noch Doping. Und der andere, der macht einfach irgendetwas im Schnee und härtet sich da einfach ab und knallt da durch. Und beide haben einen geilen Trainingseffekt. Das habe ich hier auch festgestellt. Ich habe hier improvisiert. Nochmal zum Reminder, hier ist das Video, wie ich trainiert habe. Ich habe es zwar geschafft, in einem recht niedrigen Wiederholungsbereich und Kraftbereich zu kommen, aber wie kommt es jetzt, dass ich wieder an die perfekten Maschinen komme und das Gleiche mache? Für mich heißt es ganz eindeutig, nimm so ein bisschen deinen Kopf daraus.
Es muss nicht immer das perfekte Trainingsumfeld sein, die perfekten Maschinen, perfekt abgestimmt. Es geht auch so. Das nächste ist, dass ich da allerdings dann schon wieder ein bisschen zurückrudern muss. Ich habe mir meine Sporen verdient. Ich habe gerade schon mal erwähnt, ich trainiere seit 22 Jahren und ja, das wird ein Mitgrund sein. Anfänger von euch, und hätte ich das in den ersten 5 Jahren so gemacht, es wäre vielleicht nicht das gleiche gewesen. Das möchte ich zumindest einräumen. Aber hat man das einmal gemacht, erinnert sich der Muskel, reagiert viel leichter darauf, ist es bereits schon gewöhnt und ich mache das jetzt über die Hälfte meines Lebens. Es kann sein, dass man dann zumindest das gar nicht mehr so penibel verfolgen muss mit den perfekten Maschinen und so weiter. Das nächste ist etwas, was ein großes Thema immer wieder auf diesem Kanal ist und wo es auch noch weitere Videos zu kommen werden in Zukunft, nämlich die ewige Frage und vor allem die moderne, populäre Frage auf YouTube, eine schöne Ader hier, dass die Frage nach zweimal die Woche den Muskel trainieren oder einmal die Woche. Science-based heißt es zumindest, geht mehr danach, dass man sagt, den Muskel öfters trainieren, alle 3 bis 4 Tage. Während Old School, ich sage es ganz betont so, und meine Verfechtung immer noch einmal die Woche ist, sogar alle 7 bis 9 Tage. Ein Markus Rühl, all die schweren Brocken sagen das im Prinzip auch einmal die Woche. Und da gibt es kein Ja, aber der stofft ja auch oder so. Das Gleiche habe ich festgestellt und merke es auch bei meinen Klienten und merke es bei allen anderen, die ich trainiert habe. Es ist wesentlich besser für die Kraft und für den Erfolg, für die Masse, für alles. Das vertrete ich also noch. Und ich finde, es zeigt so ein bisschen was davon. Wenn wir uns Sorgen machen, dass wir bereits einem katabolen Prozess unterliegen können, wenn wir nicht alle 3 Tage trainieren, und wir haben oft schon ein schlechtes Gewissen, wenn sogar, wenn wir am nächsten Tag keinen starken Muskel haben, würden wir am liebsten nochmal die Brust trainieren oder nochmal den Rücken. Alle 2 Tage das am liebsten machen und denken, oh, wir verschwenden Gains. Wenn jetzt da jemand herkommt, 2 Monate lang gar nicht trainiert, dann so ein bisschen einmal die Woche den Muskel hobbymäßig, amateurhaft zu Hause trainiert und dann die gleichen Kraftwerte wieder erreicht, was bedeutet das? Ich finde, es zeigt uns eindeutig, auch hier wieder, es geht mit weniger. Wieso sollte ich 8-mal im Monat die Brust trainieren, wenn ich es mit 3 bis 4 Mal und das sogar mit nicht den besten Maschinen auch schaffe, die gleichen Kraftwerte zu erhalten. Die Frage ist natürlich, ob das mal für jeden von uns gilt, für mich zumindest, und das ist das, was ich daraus ziehe. Nun ja, hier seht ihr nochmal quasi die Umfrage. Das war es zum Schluss, noch eine kleine Umfrage an euch. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon genug Stoff für die Kommentare da unten, denn es ist ein Thema, da seid ihr gefragt. Wie gesagt, das ist ein Dialog. Zum einen, was sagt ihr dazu, zu dem, was ich darüber denke. Zum anderen, was sind eure Erfahrungen? Das möchte ich natürlich wissen. Klappt das bei euch auch? Macht ihr regelmäßig Pausen? Und wenn ihr dann mal eine Zwangspause oder auch eine ganz bewusste Pause gemacht habt, nehmt ihr so schnell wieder zu? Kommt ihr schnell wieder an die alten Kraftwerte? Seid ihr sogar stärker? Zum Schluss dann noch eben die Frage, die mich wirklich neugierig macht. Ich habe da drüben auch noch eine Kamera, die ich mitlaufen lasse. Findet ihr das Setting so schöner und diese Kamera? Oder war es die andere? Wenn ich daran spreche, ich finde das Bild, das sieht ja schon schöner aus. Gefällt euch das eher? Sollten die Videos so aussehen? Oder dann doch lieber wieder Switch? So. Nun ja, das war meine Frage. Wenn euch das gefallen hat, auch wenn es ein reines Laber-Video ist, vielleicht nehmt ihr doch einen Mehrwert raus und definitiv wird es in nächster Zeit mehr davon geben. Dann gerne einen Daumen nach oben. Und nun ja, falls ihr noch mehr interessiert seid, abonniert gerne den Channel. Schaut nochmal bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Auch da könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen und natürlich mich auch inspirieren zu neuen Videos und Videothemen. Denn das kann man wesentlich besser machen. Ich kann schneller darauf eingehen. Merke ich einmal, jemand von euch hat ein richtig tolles, interessantes Thema, dann werde ich gerne etwas dazu sagen. Und diese Kommentarart, glaube ich, ist im Moment ein wenig sinnvoller, als immer wieder neue Videos zu drehen, die es wahrscheinlich schon millionenfache Ausführungen da draußen auf YouTube gibt. Das war's von mir. Ich unterzeichne mich raus. Euer Gott.